Ohrringe. Oh! Ach, das war. Letztes Mal, ich stehe auf der Leiter, mein Schlüssel fällt runter. Ich bleib genau mit beiden Schlüsseln an der Stückbeine. Ja, Glück für heute aufgebraucht. Der muss erstmal, damit der Luft zieht unten. Also mit das. Ja, wir hätten den auch nicht wechseln können, weil ich mich den hier nicht holen muss. Ja, und wir können dann mal eben gucken, ob der, den ich gekauft habe, ob der auch passt. Ja. Ich will mal so einen Eimer schon mal holen, dass wir das da reintun. Ja. Mahlzeit, Leute. Und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind beim Kumpel hier in der Garage auf der Grube und wollen Öl wechseln, weil sieht man, wann das zum Schluss gemacht worden ist? Weil ich habe das so ein bisschen vergessen, dass in so einem Auto auch Öl drin ist, was gewechselt werden muss. Und den letzten Ölwechsel habe ich gemacht bei 153.000 und jetzt habe ich 200.000. Also ja, ungefähr 153,9, also sind 46.000 Kilometer. Nach wie viel Kilometer tauscht man Öl normal? Nach 20? Ja, ist natürlich wieder scheiße gelaufen, aber deswegen machen wir das heute. Ja, wir haben das Auto schon auf die Grube gefahren, das habt ihr gesehen. Ölfilter haben wir schon losgemacht, Abdeckung haben wir einfach runtergenommen. So ein Motor sieht ohne Abdeckung ja ein bisschen komplizierter aus als sonst. Ja, wir reißen den Ölfilter da raus, dann gehe ich da unten rein. In der Grube steht ein bisschen Wasser. Aber wir haben Stiefel mitgenommen, dann gehe ich unten rein und dann wechseln wir das Öl. Ich hoffe, das geht mit dem Licht, natürlich in der Garage. Ich habe noch ein bisschen Licht mitgebracht. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen was. Ja, und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video und let's go. So, Ölfilter haben wir losgedreht. Das hier Eimer weg. Gute Mayonnaise-Eimer aus dem Imbiss. Soll der so aussehen? Oh. Das ist pechschwarz, das Öl, ne? Aber den Ölfilter, den ich gekauft habe, der hat da unten auch so ein Dupsi. Also soll da wohl richtig sein. So, und jetzt kann ich doch eigentlich schon da runterklettern, oder nicht? Mhm. Warum habe ich denn die Gummistiefel? Ah, die passen da. Perfekt. Ja gut, ohne Gummistiefel wäre es eng geworden. Er muss das abschrauben jetzt. Wo ist das? Muss das hier oder hier? Die hier, erste, ne? Ja. Oh, da habe ich kein Bock drauf. Hier sind nur 10 Schrauben. Dann gibt's hier noch. Kommst du dran? Der ist neuer und da ist noch alles drin. Ist irgendwie komisch im Wasser zu stehen. Nee, das ist ein komisches, ja. Nur die erste meinst du, ne? Ja. Von den 10 Schrauben, was schätzt du, wie viele fallen ins Wasser? 4. Scheiße. Wenn du klug bist, nimmst du einfach den Schraubenzieher. Ja, hab ich mir auch gerade schon gedacht. Du kannst auch hinten da die Knarre drauf stecken. Ja. Also mal, das ist schon mal los, ne? Und jetzt haben sie hier eine Kreuzschrauben, einfach weil der 10er war jetzt zu langweilig, oder? Ja, da fragen wir uns einfach rum. Warum macht man 10er und dann Kreuz? Macht doch einfach alles 10er. Wer weiß, vielleicht war das auch ursprünglich mal. Und. Und hier ist schon mal keine Unterrichtsschraube mehr. Der Kollege stand. Tatsächlich. Ja. Hier ist wieder eine. Ja. Und der Kollege stand auch in der Grube und hat 3 fallen lassen von 4. Ja, das Werkzeug nicht reinfällt. Keine Schraube. Profi. Jetzt sag mir aber nicht, dass ich. Komme ich da jetzt nicht in die Schraube dran? Wo ist denn die Taschenlampe? Ich sehe ja gar nichts. Hier verliert er ein bisschen Öl. Was ist das? Getriebe hier oder? Hier ist die Ölabdruckschraube. Ist aber auch schon ein bisschen feucht. Sieht man das mit der Kamera? Ja. Da ist ein bisschen. Ja. Da ist die Ölablassschraube und da ist das Getriebe oder was ist das? Ja. Soll das so aussehen? Nein. Oder ist das von hier darüber? Na, das Getriebe sucht ganz schön. Aber ich gehe davon aus, weil er da oben auch was rausdrückt.
Ah, warte mal, nein. Oh, hast du daneben gekippt? Das ist eben was mir am Ölfilter rausgelaufen ist, weil ich den Ölfilter runtertropfen lassen habe. Ja. Sonst kann auch durch Kurbelwellengehäuse manchmal ein bisschen was rausdrücken an Öl. Ja. Aber das Getriebe ist trotzdem ein bisschen feucht. Ja, das muss. Feucht ist immer gut. So. Was ist das für ein. Das ist jetzt Inbus, ne? So. Boah, das mag ich ja gar nicht, ne? Kann das auch sein, dass das hier drauf. Das läuft da dran lang. Ist das die richtige? Im Notfall. Boah, fuck. Ist die so fest? Ist der Imbus richtig drin? Ja. Gut, nicht, dass du ihn überdrehst. Das fühlte sich schon gerade danach an. Ich glaube, das Werkzeug ist. Ja, was? Das wird weich. War nicht richtig drauf? Anscheinend nicht. Der überdreht schon. Ist schon kaputt, ne? Ja. Ja, ist auch Rotze. Na gut, letzten Ölwechsel habe ich hier bei dieser Firma gemacht. Ne? Der ist aber eigentlich noch zur Hälfte gut. Nein. Was holst du, einen Hammer? So, die Ablassschraube haben wir doch rausgekriegt. Kumpel hatte die mit dem Hammer noch eben einmal ein bisschen reingehauen und dann haben wir sie rausgekriegt. Das haben wir jetzt nicht gefilmt, wie das Öl da unten rausläuft, weil wir standen da zu zweit unten in dieser Grube voll mit Wasser. Einer hat noch das Blech an der Seite gehalten und dann noch die Kamera in der Hand. Da hatten wir jetzt keinen Bock drauf. Auf jeden Fall ist das jetzt raus. Er sagt, das sieht gar nicht so kacke aus. Klar, das war jetzt da 40.000 Kilometer drin. Schön ist es nicht. Aber wir haben schon schlimmeres Öl gesehen. Also von daher, Ölfilter haben wir auch schon raus. Jetzt gleich packe ich den neuen Ölfilter rein, mache das auch ein bisschen sauber. Ich habe natürlich ja nicht dran gedacht. Ich hoffe, hier fliegt hier irgendwo Bremsenreiniger rum. Aber ist ja hier so eine kleine Werkstatt. Fliegt hier bestimmt irgendwo rum. Dann machen wir das einmal ein bisschen sauber. Da unten, ich habe eben den Ölfilter rausgezogen. Ich kann es mal ihm zeigen. Ich habe hier eben den Ölfilter rausgezogen, habe dann hier neben Öl hertropfen lassen. Und das ist auch das Öl, was jetzt da unten angekommen ist. Ja, auf jeden Fall, das machen wir eben ein bisschen sauber. Stecken den neuen Ölfilter da drauf. Und dann füllen wir das neue Öl rein. Öl habe ich jetzt gekauft bei günstig Öl kaufen. Da macht dieser Turbo Zallo Werbung von, da habe ich mir das organisiert. 5W30 für einen Diesel. Ja, im Touareg stand irgendwie drin, bei Autodoc stand, was waren das, 8,8 Liter sind da glaube ich drin. Ich habe jetzt 10 gekauft, dann soll das wohl reichen. Oh ja, genau, und dann füllen wir das da gleich rein und dann hat das Baby wieder frisches Öl. So, jetzt mache ich hier den alten Ring ab, obwohl der noch gut aussieht, aber... Dann habe ich hier den neuen. Da macht man, glaube ich, ein bisschen Altöl dran, ne? Da saß du, glaube ich. Hätte ich mir vielleicht merken sollen, ne? Aber ich glaube, das ist die einzigste Position. So, der ist jetzt eingeölt. Jetzt muss der Filter da ran. Eigentlich sitzt der doch immer ganz oben, oder? Ne, ich habe den da zwischen, okay. Genau, zwischen diese. Den stecke ich hier einfach nur drauf. Mhm. Das hört sich richtig an. Und wofür ist dieser Lipsi hier? Muss der nicht da irgendwo rein? Ja. Dann muss der doch eigentlich wieder raus, ne? Ne, du kannst ihn ja drehen. Also du kannst den Filter ja ein bisschen. Da ist ein Loch. Da muss dann dieser Nupsi da unten dran. Fest kommt ab. Das Platz machen, die Schrauben hier an der Seite, dass sie da nicht anfallen. Boah, das sieht nämlich auch schön aus, da ist auch nichts schmierig. Dann lege ich besser dahin. So. Ja, aber nur ein bisschen. Ungefähr. Mhm. Und da sollten ja irgendwie 8 Liter rein. 7, oder 8, irgendwas. Ich würde sagen, wir kippen jetzt einfach bis hier mal rein. Und dann müssen wir gucken, ob der. Eigentlich müsste der einen Peilstab haben, ne?
Weil innen drin hat er so ein digitales Ding. Mehr haben die nicht. Meinst du, er hat keinen richtigen Peilstab mehr? Doch, müsste da, oder? Gucken wir gleich mal. Erstmal kippen wir bis zu der Linie da rein. Der wäre ja auch sonst wahrscheinlich irgendwie so eine rote Kappe drauf oder sowas, ne? Yep. Tatsächlich. Ich sehe hier nichts. Ja, dann gucken wir einmal innen drin, was er da ist. So, rein theoretisch. Zündung. Und dann Zündung eingeschaltet. Ja, habe ich ja gemacht. Brauchst du mich ja nicht fahren. So, Auto. Service. Oh. Zum genauen Messungen muss der Motor betriebswarm sein. Oder meinst du einmal zuschrauben und starten, gucken, ob er unten dicht ist. Ja. Und dann messen wir einmal hier. Dann fahren wir eine Runde und messen nochmal. Ja. Das dehnt sich ja minimal aus, das Öl, ne? Ja gut, aber wenn er dir gleich hier anzeigt, dass es okay ist, dann ist gut. Ja. Er zeigt doch da schon an, oder? Ja, hier zeigt er jetzt zu viel, aber er sagt halt, normalerweise steht hier dann Ölstand ist okay und dann steht bei Maximum, oder? Jetzt ja, aber ja, aber muss ich auch erstmal verteilen. Ich wollte gerade sagen, wir machen jetzt gleich einmal an, schrauben das vorne zu, machen den einmal an und dann gucken wir, was er hier sagt. So, ich hoffe, man kann das erkennen. Hier steht Füllmenge 3 Liter V6 TDI und 3 Liter V6 TDI Blue Motion sind 8,9 Liter Öl drin. So, das sind 10 Liter. Wir sind jetzt irgendwo da unten, irgendwie hier so. Kumpel sagt gerade, ein bisschen Öl bleibt da immer drin. Also wie gesagt, wir haben das jetzt hier zugeschraubt. Starten den jetzt einmal und gucken dann, was er hier zu erzählen hat. Einmal meine Uhr weg. So. So, jetzt sagt er schon mal, Ölstand ist okay. Aber das ist ja viel zu voll. Also gut, er steht jetzt auch nicht gerade, ne? Er steht jetzt leicht schräg nach vorne. Aber Ölstand okay. Ölstand okay heißt erstmal Ölstand okay, oder? Ja, definitiv. Wir fahren den gleich einmal warm, stellen den gerade hin und dann gucken wir nochmal. Also, ja gut, ja, aber erstmal schrauben wir unten alles fest, ne? Mach ich jetzt erstmal aus. Ja. So, also Service geht jetzt gerade nicht, ja. Also wir machen jetzt unten erstmal alles wieder zu, damit wir da gleich nicht mehr dran müssen. Und dann, weil Öl nachfüllen können wir ja von oben. Und ich glaube nicht, dass zu viel drin ist. Also rausnehmen sollten wir wohl nichts mehr. Eventuell nochmal einen Schluck nachkippen, aber ich habe ja auch immer Öl im Auto. Also wie gesagt, jetzt machen wir unten erstmal zu. So, er hat sich jetzt kalibriert und sagt halt genau zwischen Min und Max, also Mitte. Aber wir fahren jetzt nochmal ein Stück zurück, weil wir vielleicht nicht 100% gerade stehen. Siehst du, das meine ich nämlich. Beim Fahren sagt er mal Ölstand okay. So, hier ist eine Kante. Weil vom Gefühl steht er so jetzt gerade. Ja. Ne? Ausmachen. Ja, ich. Und so schnell 2 Minuten warten. Nee, musst du Zündung anhaben. Ja, ich würde jetzt auf jeden Fall noch einen Liter drauf kippen, oder? Kann er ruhig ein bisschen. Der soll ja nicht drüber, aber. Ja, kippt er noch einen. So einen Schluck Liter kann er, glaube ich, noch vertragen. So Leute, wir sind fertig für heute. Eben schnelle Nummer, wie gesagt, war jetzt nötig. Hier muss ich mal gucken, hier schreibe ich dann drauf, auf diesen alten Zettel schreibe ich einfach drauf, dass bei welchem Kilometerstand ich das gewechselt habe. Dann weiß ich das für mich selber, weil ja, ich wollte ihn eigentlich nochmal 100.000 Kilometer fahren. Das heißt, ich muss ja noch ein paar Mal Ölwechsel machen, dann weiß ich für mich wenigstens Bescheid. Genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, schreibt was Nettes in die Kommentare, abonniert sehr gerne den Kanal und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns die Tage. Bis dahin und tschüss.